Hallo und einen schönen guten Abend. Ich hoffe, der Ton funktioniert und dass ich jetzt auch wirklich live bin. Lass mich das mal kurz überprüfen. Ja, ich höre mich selbst. Das ist ein gutes Zeichen. Dann kann ich diesen Ton hier ausmachen. So. Schönen guten Abend. Hallo Justus, habt schon gesehen, du bist im Chat. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht es langsam wieder besser. Sich von deiner Krankheit. Freitagabend, ich habe heute nichts vor, deswegen dachte ich, zocke ich mal ein bisschen und alleine ist langweilig, deswegen warum nicht ein bisschen streamen. Ihr hört schon im Hintergrund die Musik von dem Spiel, das wir heute spielen, das sich nennt Last Stop. Ich habe selber noch nicht gespielt, aber was ich darüber weiß, ist, dass es ein Bier ist auch ein sehr gutes Wundermittel. Ja, das stimmt. Das hilft immer gegen Erkältung. Ich habe das Spiel selber noch nicht gespielt, aber ich habe gelesen, dass es ein Adventure-Spiel ist, was dadurch punkten soll, dass man wohl Entscheidungen trifft, die sich auf das Spiel auswirken. Und es soll nicht so lange sein, also ungefähr 6 Stunden, wenn man die Main Story spielt. Deswegen dachte ich mir, das kann man ja wohl mal in einer Session durchspielen. 6, 7 Stunden Stream an einem Freitagabend, was gibt's Schöneres? Deswegen habe ich mir hier eine kleine Schüssel mit. Oh, warte mal, ich muss mich selbst hier anmachen. Hier, ein bisschen Haribo. Natürlich keine gesponserte Werbung und einen Energy Drink geholt, damit ich auch durchhalte den ganzen Abend. Das wird nämlich ein bisschen länger dauern. Wie gesagt, ungefähr 6 Stunden. Ich hoffe, ihr seid auch alle bereit und habt vielleicht auch einen Energy Drink oder ein alkoholisches Getränk oder was auch immer ihr gerne trinkt am Start. Und ich würde sagen, wenn es nichts weiter zu bereden gibt, ich habe sonst nichts mehr zu sagen, wechsle ich die Szene und wir starten mal direkt ins Spiel rein. So. Ich hoffe, dass das mit dem Ton und allem auch immer noch funktioniert. Das ist immer so eine Sache. Aber bis jetzt hat es ja anscheinend ganz gut funktioniert. Deswegen hoffe ich mal, dass es so weitergeht. Schauen wir mal. Ich finde schon alleine dieses Menü und die Musik sind so schön beruhigend, also ich freue mich drauf, das wird bestimmt eine ganz schöne Sache. Wie gesagt, ich habe selber. Ich bin im Vergleich zur Musik recht leise, so ist das also, das kann ich natürlich ändern. Ich mache das mich mal ein bisschen lauter. Ich hoffe, so ist es besser. Und ich kann natürlich auch noch das Spiel ein Ticken leiser machen. So, ich hoffe, so ist besser. Sehr gut. Danke für den Hinweis. Wie gesagt, ich habe noch gar nicht reingeguckt, also ich lasse mich komplett überraschen. Aber ich würde sagen, wir klicken mal. Achso, ich gucke noch ganz kurz, ob wir hier irgendwie Untertitel oder sowas anstellen können. Keine Ahnung, das Menü ist zwar schön, aber ist auch ein bisschen verwirrend. Standardeinstellung. Sound Dialog. Achso, das ist die Geschwindigkeit. Okay, verstehe. Untertitel sind an. Sprache Deutsch. Das klingt doch gut. Dann würde ich sagen, starten wir mal ein neues Spiel und gucken, was passiert. Prost. Richtiger Bad Boy.
Polizisten den Hut geklaut. Oh. There's a train! Peter! Just don't stop! Hallo, VW Vendetta. Schön, dass du auch da bist. Get back here. So schnell schon Entscheidungen treffen. Come on, this way. Darauf war ich gar nicht vorbereitet. Muss ich mich bewegen. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Come on, this way. See you. Work. Huh? You're late. Who the hell are you? You were supposed to be here 20 minutes ago. Was? I gave you clear instructions. Anyway, come on. We can probably still make it if you're quick. What are you talking about? Hang on, Pete. Hey, mate, can you get us out of here? What? Are you kidding? Didn't you hear me? We don't have time for this. Either you're coming or piss off. But don't expect a refund. This isn't a charity. Guess we're going with him, then. Sam, what are you doing? That thing's radioactive. Get back! Wenn ihr wüsstet, wie doll der Controller gerade vibriert, so immersiv. Sam! Oh my God. It's now or never, son! They're over there! So be it. Wait! You're nicked. The other one's through that door. Gotcha! Warum ist er nicht mitgegangen? Und warum konnte ich mich nicht entscheiden, mitzugehen? Aha, okay. Also das habe ich schon über das Spiel gelesen. Man kann Kapitel mit verschiedenen Charakteren spielen. Und so die Geschichte unterschiedlich erleben. Wir haben einmal Paper Dolls. Ne, John Smith. Was auch immer Paper Dolls bedeutet. Mina Hughes. Und Donna Adelike. Wen wollen wir davon spielen? Habt ihr eine Präferenz? 1, 2 oder 3? Hätte ich jetzt auch genommen. Dann nehmen wir mal die gute Donna mit dem Kapitel Der hübsche Mann. Geht das um mich oder wie? Okay, der Prolog war auf jeden Fall schon mal ganz cool. Mal sehen, was passiert.
dachte gerade schon, dass er sich aufgehängt hätte. Aber es geht weiter. Unbekannte Gefahr, Kapitel 1, der hübsche Mann. Hast du mich gedeckt? Ach so, ja, okay, verstehe. Hängst du zu Hause rum? Hm. Könnte schwierig werden, klar. Lebensretter. Das muss ich mir noch mehr durchlesen, ich verstehe das nicht. Also, okay, Chemtrails sind real. Was ist das? Lies es doch einfach. Hm. Ist das auch so ein Zweifler oder was? Okay, das lesen wir uns jetzt, glaube ich, nicht alles durch. Aber so ein bisschen überfliegen sollte man es ja schon. Mr. Hugh, das ist doch der andere, den man auch wählen konnte. Regelrecht ausgetickt. Kommst du? Hm, wollen wir kommen? Ja, oder? Klar. Was du da schreibst, V wie Vendetta. Die Sache ist, dass wir noch nicht den Affiliate-Status haben. Und wenn man noch nicht Affiliate ist, kann man keine Abos bekommen. Wir haben ja gerade erst mit Twitch gestartet. Wir haben vorher ja auf YouTube unsere Livestreams gemacht und deswegen sind wir da gerade noch am Anfang und brauchen noch ein paar Follows, damit wir auch Abos bekommen können. Also sag gerne deinen Freunden Bescheid, dass sie auch hier uns ein Follow geben, damit wir Affiliate werden und Abos kriegen können und andere coole Dinge wie Emotes und so weiter. Okay, die Familie spielt Karten. Können wir da mitmachen? Obwohl, eigentlich wollten wir ja slipping out without saying goodbye. Ja, ich wollte mich doch an den Tisch setzen, aber das habt ihr mich ja nicht gelassen. Wir fragen, wir sind höflich heute. Klar haben wir die Hausaufgaben gemacht. Calm down, Sarge. Can I go out, Mom? Of course, Puddin. Say hello to Vivek for me. Would it kill you to spend some time with your family for once? I will tomorrow. Love the uniform, by the way. I think you look very handsome. Handsome? You look very tidy, dear. What you see in my sister, I don't know, Ash. Oh, I guess I'm just stuck with her at this point. Okay, das ist ihre Schwester. Text me when you're on your way home, love. Das hätte ich jetzt nicht erkannt, dass das Tochter und Mutter sind, die da nebeneinander sitzen. Aber gut. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Soundtrack ist schon mal ziemlich cool, muss ich sagen. Ich hoffe, dass das auch keine Urheberrechtsverletzung für uns gibt.
£5, I could hit that car over there with a rock or something. Go on then. Nah, what if the alarm goes off? Too scared? No, I just don't want to upset the neighbours. You don't shit where you eat. Oh, lovely. Diese Kameraperspektivenwechsel, die sind echt verwirrend. Weil ich dann ständig die Sticks-Richtung, in die ich laufe, ändern muss. Not working at the Godfather tonight? Nah, Dad's had to close down for a few days. Right in the deep fat fryer again. Not Boris that lived behind the fridge. Nothing that exciting. Just a dodgy batch of scampi. Gave some people a runny bottom. Well, there goes that Michelin star. Wie wächst Besitz? Was soll mir das sagen? Cheer up. At least you don't stink of fish grease tonight. Are you both finished? Aha. Did you see that guy just then? The one with the pretty lady? Ne. Natürlich. I did. I've been watching him from my window for a few nights now. Bit creepy. You okay? I keep seeing him bringing home different girls. Boys too. Ist doch nichts Verwerfliches dran. Vivek, I'd have hoped your parents would have taught you about this. Let me explain the birds and the bees. That's not the weird part. He brings them home, but I've not seen one of them leave. What are you saying? Well, das ist schon ein bisschen eigenartig. I've had my suspicions for a while, but I'm now pretty convinced. I think he's building a guerrilla army. Okay. Nah, he's probably just eating them or something. Weird sex thing, I imagine. Oh yeah. I hadn't considered that. Probably a sex thing, yeah. We should play Knockdown Ginger on him. Komm, Cyberangriff. Wir sind 2021. Forensic and stuff. Covert surveillance, like your sister. I don't think Emma would know the meaning of covert. Getting bored. Wanna do some gas? Oh, sweet. I'm up for that. Okay, Becky, what would you rather do? Be put in prison for 10 years, but when you come out you get £20 million, tax-free. Or, get the 20 mil up front, but you die when you're 35. What are you on about? Bisschen Lachgas, noch niemanden geschadet. I wouldn't take either, they both sound shit. No, you have to. Probably take the 20 million up front, live it up on a yacht. But you die when you're 35. Yeah, I know. Like a really horrible slow death. Okay, fine. I'll go to prison then. But it's solitary confinement for the entire time. That's okay. And you don't have a bed to sleep on. Just a stone floor with loads of spiders about. You're just adding stuff to make it worse. Okay. Wer jetzt hier Randale oder was? Ach so, ich verstehe, ich soll die Wurfmechanik lernen. Das hätte mir ja auch mal jemand sagen können. Oh, das war nix. Das war nix. Okay, ich verstehe es. Reicht das? Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Da unten die 6 bedeutet wahrscheinlich, dass ich 6 Ziele treffen muss. Ich bin so clever.
direkt rein. So, was ist hier noch, was man abwerfen kann? Wo kann ich noch hinwerfen? Ich sehe nichts mehr. Kann ich die auch einfach irgendwo hinwerfen? Nee, ne? Ach da, noch eine Kiste, natürlich. Okay, eins noch. War da was? Nee. Ich sehe nichts mehr. Was soll ich denn hier noch abwerfen? Zeigt's mir. Ja, stimmt. Ich muss halt einfach immer über die Musik drüber reden. Das würde natürlich auch funktionieren. Oder sie ein bisschen leiser machen. Kann ich gleich mal gucken. Ich muss jetzt nur erstmal hier den letzten... die letzte Sache finden, die ich abwerfen kann. Aber ich sehe hier irgendwie nichts mehr. Vielleicht bin ich auch einfach mega blind. Aber hier ist doch nichts, oder? Kann ich den Ball nochmal abwerfen? Nö. Hinter mir dieser Laden. Nö. Nö, das ist ja auch alles zu weit weg irgendwann. Ach, hier oben. Nee, schade. Wäre aber auch cool gewesen. Das kann ich auch alles nicht abwerfen. Die Lampe, nö. Ich finde hier nichts zum Abwerfen. Ach, das ist ja schon mal ganz toll. Kann ich das nicht einfach so loswerden? Wirf die doch einfach irgendwo hin. Seht ihr noch irgendwas? Ich sehe hier nichts mehr. Habe ich nicht schon alles einmal visiert? Oder ist es doch hier irgendwie diese Flasche oder so? Nee, das wurde ja immer so umkreist, wenn das Ziel ist. Ah, Fenster. Guter Tipp. Die Fenster sind es nicht. Hier hinten, das ist aber wahrscheinlich doch zu weit weg, oder? Vielleicht hier drüben. Das Fenster hier. Oder hier. Ich hatte ja auch schon gedacht, ob man hier irgendwie bei dem Casanova da drüben reinwerfen soll, aber das geht auch nicht. Oder die Lampen. Nee. Hey. Sagt es mir. Was soll ich tun? Kamera, wo ist denn hier noch eine Kamera? Habe ich die übersehen? Oh, da oben. Ich bin wirklich ein bisschen blind. Ah, danke schön. Die habe ich nicht gesehen. Gott, oh Gott. Gut, für dieses kleine Tutorial so lange gebraucht. Das wird schwer mit den 6 Stunden, glaube ich. Aber mal sehen. Check it out. Freaky dude's back and he's all alone. Not this again. Komm, das interessiert uns auch. I wonder where he's going. We should follow him. No way. I don't want to be turned into a human kebab. He is pretty fit. Diese Option, gebratene Becky. Keine Ahnung, was das bedeutet. Let's follow him. I want his number. When he makes high concept art out of your body parts, don't say I didn't warn you. YOLO. You only live once. Let's tail the creep.
You know, he's probably meeting with his superiors in the guerrilla army. I thought you'd abandon that theory. Yeah, I'm coming round to it again. Poor fella, he's probably just run out of condoms. Cannibal murderer, but practices safe sex. Nice. Ist auf jeden Fall sehr sneaky, wie wir da hinterherlaufen. He's actually pretty good looking for a deranged killer. I can't deny, he's one handsome man. Almost as pretty as you, hun. Ah, make a boy blush. Okay, er geht auf diese Baustellengelände. Wie kommen wir denn da hin? Ach so. Jetzt muss ich mich gerade aufs Lauf konzentrieren. There are crazy things going on in this city. Never been to this part of town before. Me neither. Handsome guys heading for that old building. Ich habe komplett die Orientierung verloren. Aber gut. Wir laufen ihm einfach im Abstand von 2 Metern hinterher. Guerrilla army's still not off the table. Building looks big enough to be a fortress. Places are falling down. Maybe he owns the place. You could probably make a fortune converting that into flats. Okay, but what about all those people he's been disappearing? They're probably all inside having fun. I guess there's only one way to find out. I'm game. You two are mental. Bin heute draufgängerisch drauf. I think there's another way in. Muss jetzt wieder mich bewegen? Ah ja. Diese Perspektiven sind echt weird. Muss ich sagen. Nee, kommen wir auch anders rein. Vorschlag, Ratschlag, sei optimistisch. Ich tippe mal, dass Vorschlag das Beste ist. Einladend. Okay. Willing to concede at this point, he might not be the head of a guerrilla army. What the hell is going on here? Like an X-Man or something. Holy shit, we're gonna be rich. You what? Get a video of this. We'll sell it to the tabloids. Imagine the likes. Okay, I'll take it from over there. Speicher voll. Das ewige Problem. Was haben wir noch, was wir löschen können?
Was ist das für ein Bild? Das kann auf jeden Fall weg. mal hier, da bei diesem Bild, das sieht nicht gut aus. Das brauchen wir auch nicht. Das kann auch weg. So, perfekt. Y ist da. Oh, ups. Leg it! Das war ein Versehen. This is mental. Run, ach so. Bellen. Okay, okay. Wait, you guys. Mann, ich wollte doch die Bilder für die Boulevardpresse machen. Guys, I'm stuck. Guys, help! What the hell have you done? What do you mean? He was going to attack Donna. Have you killed him? A little appreciation here. I just saved your life. Dude, bollock naked. He's not dead, is he? He's got superpowers. He probably can't be killed. We got a call for an ambulance. Whoa, hang on there. Let's not make any rash decisions. I'm not getting in trouble for this. This was your dumb idea. Donna, what if your sister finds out about this? Well, what do we do then? We need to move him. Let's get him inside, out of sight. Natürlich erstmal fesseln, ne? That should hold him for now. Thank God he's still breathing. Ich hab's. Und jetzt? Was soll ich hab's bedeuten? Das ist, tue das Richtige. Okay, so what next? We can't leave. Our fingerprints will be all over this place. Pretty sure the police don't have our fingerprints. Come on, Donna. They'll be on the secret government database. Besides, he got a real good look at you. He'll be able to identify you to the police. We can't let him go. For the time being, he has to stay here. Emma? Where the hell are you? Tell me this instant! What's wrong? I'm still out with Vivek and Becky. Well, I'm at Vivek's right now and you're nowhere to be seen. Was sagen wir? Wir schmieren ihr Honig um. We can walk back together then. That'll be nice. Won't be a minute. Donna, don't you dare hang up on me! Well? Emma is looking for us. Your sister! Jawohl! Yeah, she thinks I'm at Vivex. She's there now. Emma's at the Codfather. You need to fix this, Donna. She can't come here. We'll go to prison! Oh, shit! Wir machen einen schlechten well, Witz. Becky, if she does come here, you've always got the option of knocking her out too. Shh! Why are you shing us, babe? I was trying to get you to stop saying our names. Schluck. What's wrong? He's awake. Okay. Ich bin gespannt, was das mit diesem grünen, leuchtenden Zeug auf sich hat. Okay, jetzt haben wir noch John Smith und Mina Hughes. Ach so, das war Mr. Hughes, aber in der anderen Geschichte eben, ne?
Der Kandidat oder Pendlerwut? Wir müssen ja vermutlich alles spielen. Das heißt, wir können uns jetzt... Ist ja eigentlich egal welches, aber... Ich habe jetzt mal Lust auf den alten hier. Das ist ganz geil. Dieses Menü mit den aussteigenden Leuten. Das gefällt mir. Die Story finde ich ganz cool bisher, aber wie gesagt, diese Perspektiven sind manchmal ein bisschen verwirrend, dass man sich auf einmal wieder in eine komplett andere Richtung bewegen muss als vorher, weil die Perspektive sich halt geändert hat und so. Bisschen wie bei den alten Resident Evil Spielen. Und die Perspektiven sind manchmal halt wirklich sehr eigenartig. Pendlerwut. Mal sehen. Dad! About that. And I know you said I couldn't have crisp sandwiches, but I put ketchup on it, so it's one of my five a day. Oh, and before I forget, you know I asked you to sign my homework diary? Well, you don't need to worry about that anymore. I managed to forge your signature. By the way, a friendly reminder, there's nothing in the freezer. Can you go to the shop? Maybe get some of that new mouthwash while you're there. You know, the one with the picture of the dragon on the bottle. It's the best one because it shows all the bits of bad breath in the sink when you spit it out. Dad, can I get an electric toothbrush for my birthday? My friend Dylan has one. He said it's really fun, like going on the car wash, but in your mouth. Maybe we could share it. With two different brush heads. Oh. Wie ist denn die Tür jetzt aufgegangen auf einmal? You need a new toothbrush anyway. Your one has hairs all over it. And it looks as flat as an egg. Dad, how comes I have hair and you don't? You have some. Oh, ich will den da hinten. Da ist links doch noch einer daneben. Na gut, dann entscheiden wir uns für diese Farbe hier. Oh, das ist doch mal ein schickes Outfit, oder? Damit können wir jetzt schön zur Arbeit gehen. Schön ins Büro, ne? Dann nochmal ein Käffchen trinken. Okay, all set. Phone, Dad. Phone. Right. Give it a buzz for me, Mom. Man weiß auch manchmal nicht, ob man sich jetzt bewegen soll oder nicht. Da ist es ja... Usa? Let's rock and roll. Let's rock and roll. Let me check the price. The last one downstairs is a rotten turnip. I don't want to be a turnip, rotten or otherwise. Was ist das für eine Lebensanzeige da jetzt? Oh, ich glaube, wir sind nicht mehr der Sportlichste. Wow. In dem Tempo werden wir sie auf jeden Fall nicht einholen.
Just bills and some posts for that man, Jack. What's the deal with Jack's post always coming to us? Well, postman not doing it properly, I suppose. Guess we better do it for him. Roger that! So, chicken dippers for dinner? Chicken nuggets? Ich glaube, ich hätte mehr Lust auf einen schönen Couscous-Salat. I was thinking couscous. Wow, get you, Jamie Oliver. Ich vermute, jetzt muss ich wieder, ne? Ja, wisst ihr? Da können wir nicht lang, okay. Arbeite ich hier bei Nexus direkt gegenüber? Hallo, Jack. Praktisch, ne? Oh, hey. Got your post again. Ah, nice, cool. Yeah, cheers. Jack, your clothes look mental. What? No, they're not. I'm not sure he wants fashion advice from us, right? They're so tight, doesn't your will get pinched? Funny kid. Anyway, I have to go. Nice seeing you both. Do you have any posts for us? Yeah, hand it over. Stealing posts is a crime. Ah, yeah, I do. Here you go. Sorry, it's a bit of a pile. John Smith and Molly. Von wem? Sieht man nicht, okay. Okay. Gasabrechnung, das wird teuer. Social Care Office, okay. Könnte auch nicht so doll sein. Irgendwas aus dem Krankenhaus. You messed up, Jack. Anyway, I've really got to run. Don't give yourself a wedgie. You see that? Laziness. Couldn't even bother to bring me my damn post. I like him. Promise me you won't turn out like that. Don't worry, Dad. Your daughter's a super genius. Ich weiß auch manchmal nicht, wo ich hingehen soll. Das stimmt. Why don't you and Jack be friends? You don't have any friends. Das ist echt nicht so nett von dir, Mädel. Da muss ich nicht lang, muss ich jetzt hier lang. Oder? Woher soll ich denn jetzt wissen, dass wir jetzt hier um die Kurve gehen sollen? You need cooler friends. Friends who jog and have stupid hair. Yeah, your definition of cool is slightly different to my mom. You were kidding about the Christmas, right? You're gonna turn into a chicken dipper one of these days. And then they'll lock me up. Well, that's silly. I think some of these letters are from social services again. Don't worry. If they send one of those people around again, I'll shoot them with a machine gun, then push them down the rubbish chute. Das sollte sie wahrscheinlich auch nicht unbedingt sagen, wenn die vorbeikommen. Right, see you later then, nuisance. Don't forget dinner. Yeah, I made a mental note. Bye, Dad. Ach so, ich muss wieder. Ja, gut. Ach. Aber die Stimmung gefällt mir vom Spiel. Ich kann mich auch mit den Charakteren identifizieren. Steuerung ist ein bisschen eigenartig manchmal, aber da gewöhnt man sich vielleicht dran. Paper Dolls. Ich
muss halt immer, wenn so ein Szenenwechsel, erstmal gucken, wo wir überhaupt sind. Da war doch auch was von der Bank, ne? Oder dieses Royal Estate Agents in den Briefen dabei. Aber naja, das ignorieren wir erstmal. Und ich muss da hinten lang. Okay. Ach, wir müssen wahrscheinlich mit der Bahn fahren jetzt, ne? Zur Arbeit mit der U-Bahn. Erstmal ein Ticket kaufen. Okay, oder auch nicht. Nee, da kommen wir nicht durch. Ach so, wir haben eine Karte. Sehr gut. Nicht an die Türen lehnen. Hello again. Small world. Yep. You work in Central? Sorry, mate, what with that? Oh, I was just asking where you work. Yeah, I work. Sorry, yeah, I work by Salt Cellar Lane. Okay. Was ist mit dem Typen los? Sorry, being rude. Don't worry. See you around. That's expensive stuff. Are you guys all right? The screen's smashed. Do you know how expensive these are? You gonna help here, Jack? Get away from my stuff, thief. Hey. I'm just trying to help. Der ist ja unhöflich. Give me your arm. You too. Okay. Hang on, were we just... Sorry, mate. Gotta go. Right. Eigenartig. Time do you call this? Sorry, I got held up. Oh, never mind that. I need your advice on something. Let's hear it. So, I met Darren again last night. You know, the one with the funny ears. Mm-hmm. Ja, mit den Ohren. Ich erinnere mich. Captain Spock. Anyway, he invited me. Ich erinnere mich nicht. Finally. Nice work. Has he texted you since? Oh, John, bless. No one texts back that quick. So are you going to that drinks thing on Thursday? Sie war noch nicht fertig. Was? Ich verstehe es nicht. I thought you were telling me about Darren. I'll fill you in on that later. Please say you'll come out. You're the only one I can talk to. Ich glaube, die Übersetzung ist ein bisschen eigenartig manchmal. Aber gut. Gotta look after Molly. Oh, you always. Ach, wir dürfen uns schon bewegen. Ja, woher hätte ich denn wissen sollen, dass ich da jetzt laufen kann? Jetzt habe ich das ganze Gespräch schon aufgebraucht. Das hätte hier doch wahrscheinlich auf dem Weg stattfinden sollen. Naja. War jetzt auch nicht so ein langer Weg. Morning, or should I say afternoon? It's only just gone 9. 9:02 by my watch.
synced to Big Ben. Good grief. Careful, Sunshine. Don't forget who's in charge around here. You're our supervisor, not our prison warden. Now all I can think about is Shaz in handcuffs. Do you even do any work round here? If you knew the pressure I'm under to hit the new targets, the fact I'm keeping it together is a miracle. Kackwunder. A miracle. Oh, he's piped up, hasn't he? You better wind your neck in. Don't forget you're on report for all those days off. Yeah, because he was in hospital. Shaz. That's tragic. Come on. Okay, wir waren also im... Oh, ich kann jetzt tippen. Aber beim Tippen muss man sich Zeit lassen. Also rekapitulieren, wir waren im Krankenhaus und daher kommt diese Abrechnung. Ich hatte schon irgendwie gedacht, ob das irgendwie von seiner Frau war oder so, die gestorben ist, aber anscheinend nicht. Außer, gut, kann natürlich sein, dass wir trotzdem... Also wir können ja auch im Krankenhaus gewesen sein, wenn die Frau da lag oder so, können wir auch daneben gesessen haben. Ach, Mist. Es ist nicht so leicht, so einen Brief zu stempeln. Okay, wow, das ist ein spannender Beruf. Was ist das? Da war eine Geburtstagskarte zwischen. Print, you bastard! Hello, welcome to technical support. To help us with your query, in your own words, please describe your problem. Can I speak to a human, please? Thanks. Did you say you would like to refer a friend? Möchten Sie einen Freund empfehlen? Supervisor! 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 I'll put you through to one of our support team advisors. Finally. We are currently experiencing a high number of calls. You are number 164 in the queue. Please hold. Guck mal, es geht doch. Können wir noch einen Kaffee trinken zwischendurch? Alright, 5:30. Ich trinke einen Schluck Energy. Nach meinem Plan. Wo ist eine Uhrzeit? Habe ich irgendwo eine Uhr? Ah ja. Theoretisch sollte ich in 5 Stunden durch sein, aber ich glaube nicht, dass bei dem Tempo, in dem ich spiele, das funktioniert. John, mate, where do you think you're going? I'm going home. It's 5 PM, I think we're entitled. Didn't you get my email? Oh, mein Greenscreen ist ein bisschen verschoben. Ich muss ihn wieder gerade hinsetzen. Ich bin wütend. Oh no, I'm sorry to hear that. Long story short, there's been a bit of a foul-up. Anyway, I need the Royal Oak files completed by the start of tomorrow. I think it can keep. No can do. The big man upstairs says it's tomorrow or your department is in deep doo-doo. Hallo auch an alle, die ein bisschen später eingeschaltet haben. Ich hoffe, ihr konntet der Geschichte noch folgen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in Chat. Ich kenne mich bestens aus mit der Geschichte. It's fine. What about Molly? Oh, get a sitter. You go home. Good lad. All right. Well, if you're sure, I'll see you outside Molly's school tomorrow. See you tomorrow, Shaz. And remember, it's a school night, so don't get up to too much trouble. Ugh. You never sent an email, did you? Shit rolls downhill, mate. Was für ein fieser Möb. Hallo Samash, willkommen. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Guck mal, das hätte ja ich auch selber laufen können, aber in dieser Szene musste ich jetzt nicht laufen.
Ja, bei mir ist auch alles bestens. Ich habe mich auf diesen Stream mit Energy Drink und Zucker vorbereitet und ich hoffe, ich halte durch. Ich wollte ja versuchen, das Spiel ganz durchzuspielen. Also mal gucken, ob daraus was wird. Bis jetzt gefällt es mir ziemlich gut, aber wie gesagt, die Steuerung ist überarbeitungswürdig. Jetzt muss ich wieder selbst laufen. Für diese 2 Meter. Dad! God damn it. You forgot dinner, didn't you? Look, I'm sorry, Mois, but it's been a really long day. I just forgot. I think there's some jelly in the fridge. That'll do. It's kind of late for you to get back. I've been here since 3 o'clock. Well, do you want me to get a childminder in future? Yes. Schade, nee, in die Falle getappt. You don't need a childminder. And anyway, we can't afford one. Well, I did my homework. Do you want to check it? Och, das gucken wir uns mal an, ne? Ich habe die Vermutung, wenn wir uns jetzt ins Bett legen, stehen wir nicht mehr auf. Aber wahrscheinlich haben wir auch gar keine andere Möglichkeit. Sorry. Oh, ist das jetzt eine Freaky Friday Sache? Sind wir jetzt im Körper von dem anderen? Molly? Guck mal, Molly, das sieht ja fast aus wie mein Schreibtisch. What the hell is all this stuff? Das ist ein Streamer. Where the hell am I? What's up with my voice? My body feels weird. Okay, wir müssen wahrscheinlich einen Spiegel finden, oder? Ist das hier ein Spiegel? Nee, das ist eine Glasscheibe. Das ist ja ein interessanter Twist jetzt hier. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber können wir uns denn hier mal angucken? Ach, hier ist gar keine. Ich dachte, da wäre eine Scheibe. Okay. Habe ich irgendwo einen Spiegel übersehen? Die ist nice, die Wohnung, ne? Schön hier auch. Schön hell, schön Boden. Wie heißt das? Boden. Hohe Bodenfenster. Unser nächstes Pen and Paper. Das wird auch hier auf Twitch übertragen. Und das ist auch gar nicht mehr so lang hin. Wir machen nämlich ein Weihnachtsabenteuer. Das wird Lukas wieder leiten. Der hat da gestern auch auf Twitch schon einen Stream zu gemacht, wo er quasi mit Hilfe des Chats so ein bisschen die Geschichte geschrieben hat. Das kann man sich auch nochmal als VOD angucken auf unserem YouTube-Kanal. Da werden ab jetzt nämlich nur noch die VODs hochgeladen und alle Streams sind direkt bei Twitch. Also kannst du ja auch gerne nochmal das angucken, was da gestern besprochen wurde, wenn du gespoilert werden willst. Aber sonst, die Streams sind am 6. Dezember ist der nächste Pen and Paper Stream. Und in der gleichen Woche auch dann, ich glaube am Donnerstag in der Woche auch noch der zweite Stream dazu. Also 2 Pen and Papers in einer Woche. Und in der Zwischenzeit streamen wir ab und zu jetzt so ein paar Gaming-Sachen.
Genau, Samasch war gestern ja, glaube ich, auch dabei und hat ein bisschen mitgeholfen beim Schreiben der Geschichte. Ich weiß nichts, ich bin ja selbst Mitspieler. Das heißt, ich habe mich da rausgehalten und bin sehr gespannt, was passiert. Anonymous ist auch da, hallo. So, wo muss ich jetzt, was muss ich jetzt hier machen? Muss ich aus der Wohnung raus? Schön, dass du auch da bist. Ich weiß aber nicht, wo ich jetzt hin muss hier. Hier muss doch irgendwo... Oder kann ich mich am Computer einloggen? Aber dazu weiß ich ja das Passwort wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe schon wieder irgendwas übersehen, wie vorhin mit der Kamera da. Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Ich glaube, normalerweise sollte das nicht so lange dauern, weil die Loop ziemlich kurz ist, die Musikloop, die hier gespielt wird. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Geschirr abwaschen? Nee, ne? Ich könnte den Fernseher anmachen. Nee, ich kann ja auch nichts machen hier. Ach! Ich kann doch was machen. Jo, es wird alles auf YouTube auch noch hochgeladen. Keine Sorge, ist auch noch nicht so viel passiert. Es passieren hier nur ein irgendwie abgespacete Dinge. Also es ist Magie im Spiel oder irgendwas anderes der Art, würde ich sagen. Okay, jetzt müssen wir noch die Geschichte von Mina Hugh. Wie spricht man das aus? Hugh? Hughes? Weiß ich nicht. Da reichen meine Englisch-Skills nicht für aus. Vorher hatten wir... Wie hieß er? Weiß ich schon gar nicht mehr. Naja, egal. Wir spielen einfach weiter. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Kapitel es gibt. Aber wir sind immer noch in Kapitel 1. Und es geht jetzt schon ungefähr eine Stunde. Also wenn 6 Kapitel wären... Naja, mal sehen. Ich wollte ja, wie gesagt, versuchen, das ganze Spiel heute Abend durchzumachen, was laut Internet ungefähr so 6 Stunden sind. Also es wird eine lange Nacht. Aber wie gesagt, das wird ja auch alles bei YouTube später hochgeladen. Da kann man sich das sonst auch noch mal im VOD angucken, falls ihr nicht bis heute 1 Uhr, 2 Uhr nachts oder wie lange das auch immer dauert, wach bleiben wollt. Würde mich natürlich aber freuen, wenn ein paar Leute dabei bleiben, damit ich nicht um 1 Uhr hier ganz alleine sitze und das noch spiele. Do you value all human life? Some more than others. Are there circumstances where it's appropriate to deceive a loved one or partner? Depends on what I stand to gain. And to take the life of a loved one? Was? There would have to be a bloody good reason. Are you capable of suicide? Was sind das für Fragen? Been known to, but only after a few drinks. Please be cooperative, Miss Hughes. What is your greatest? Hughes, okay. Jetzt wissen wir auch, wie man den Namen ausspricht. Meine größte Angst. Das wird ja jetzt richtig philosophisch hier. I'm absolutely useless at golf. If you were to be sent on a long trip, how long could you be away from your normal life? Das hat auch überhaupt nicht gepasst. Zu Altern und Rente sind doch unterschiedliche Dinge. What do you mean? We mean your life outside of work. Your attachments, your family. It's not a problem. Even years. What if the trip was indefinite? Is it? Thank you, Miss Hughes. We appreciate your time. That'll be all for now. Jail call 4128. Jail call 4128.
Die haben alle keine Augen. Creepy. You got a spare hour or two? I may have. I'm coming over. Geht ein bisschen komisch. Was passiert jetzt? Suche nach Schwächen, okay? Bewusstsein. Immer bin ich den stickigen Befragungsraum entkommen. Dafür habe ich keine Zeit. Unbefangenes Lächeln erscheint nicht gestellt. Zu sehr daraus einen guten Eindruck zu machen. Totale Anfänger hat wohl kaum Kampfeinsatz erlebt. Okay. Das Namensschild sagt uns, wie sie heißt. Sie hat eine hohe Sicherheitsstufe. Okay. Handhaltung. Leichtes Zittern, Nervosität oder Aufregung. So oder so, sie hält ihre Gefühle nicht zurück. Kein Ehering. Schlau. Okay. Hey, Mina. You're in my way. Kein Interesse. Pretty new here. I can understand why you wouldn't remember me. I am gonna need to get past at some point. Oh, sorry. Sie spielen wir mal als unfreundliche Person. I thought maybe you could give me some tips. I read your Operation Bloodhound report at Zandhurst. You know they use you as a case study there as an example of how to keep a clear head under extreme pressure. Okay. Since then I've been doing a lot of meditation. I think it helps a lot, you know. You don't need me to tell you that. Sorry, are we going the same way? Anyway, I've been with the company about 18 months now, just transferred over from the Gibraltar office. Have you been stationed there before? Sorry, that's a stupid question. There's good work being done over there at the moment, but obviously it's nothing compared to HQ. I'm really lucky to get the opportunity to work down here. Ja, bleib mal da unten. Hey, maybe wir wollen nicht mit dir reden. Working together at some point. Hoffentlich nicht. Great to shadow you, to learn from the best. Right. I've heard so much about you. It's an honor to meet the legend in person. Fahrstuhl? Are you taking the lift too? Oh, no. It's been lovely to meet you. Bye. Menschen. Ich habe manchmal so ein Knacken auf den Ohren irgendwie beim Spielsound. Hört ihr das auch im Stream oder ist das nur bei mir so? Das wäre nämlich ein bisschen blöd, wenn das bei euch auch so ankommt. Oh, sollen wir ihn jetzt auch analysieren? Ich dachte gerade schon, es ist nur der Fahrstuhl, der angehalten hat. Fast-tracked where? The most intelligent people in the world working here, and we can't even get a lift to operate reliably. What department? Advanced Dynamics, your section. So I'm her boss? No. About bloody time. She'll be reporting to me for the time being. I want to oversee her progress directly. Okay. That's quite unusual. I've decided to include Amy in the selection process, since you. I hear she performed very well. Let's see who comes out on top. I think this is your stop. Use. Sir. Kein Knacken gehört, das ist doch gut. Ach so, jetzt muss ich mich wieder bewegen. Das hättet ihr auch schon mitbekommen, wenn das bei euch auch wäre.
Ach, diese Kameraperspektiven. Übrigens, Simon wollte wahrscheinlich später auch noch vorbeikommen und ein bisschen mitzocken. Weiß nicht genau, wann er kommen wird. Er hat wohl heute Abend noch ein FIFA-Event mit seiner Firma, glaube ich, oder so. Und danach wollte er nochmal vorbeikommen und ein bisschen mitspielen. Lesen. Ein M&S-Gutschein. Das ist okay. Also meine Eltern schreiben so nicht, aber es gibt bestimmt ältere Leute, die so auch ihre Nachrichten schreiben. Okay, wir sind zum Essen eingeladen. Halbe Wahrheit doppelt gebucht. Lüge Verpflichtung bei der Arbeit, Lüge krank. Ah, die Eltern, das ist schon bitter, ne? Aber gut, ich habe gesagt, wir spielen sie als Bitch. Also lügen wir mal, dass wir krank sind. Jetzt muss ich wieder laufen. Come for a checkup, have you? You gonna let me in? Can't get enough of my sensitive bedside manner. Okay. Wrap it up so we can get on with this. Hey, just having a bit of fun. Save it for the bedroom. Fun starts upstairs. Ooh, oh la la. Das ist ja jetzt hier. Oh, das war's schon. Das ist aber ganz schön ausgepasst, der Dude. War anscheinend eine gute Nummer. Schnell abgehandelt. Weiter geht's. Ist hier zum nächsten oder was? Ach so, das ist unsere eigene Wohnung anscheinend. Okay, oh, was machen wir jetzt? Noch so ein Sektchen hier. Ne, ein Whisky. Was haben wir? Wir haben Whisky, Le Port Froid, ein Merlot-Wein und Wasser. Wir nehmen natürlich den Whisky. So wenig? Naja, soll erstmal reichen, ne? Oh, wer ist das? Are you right, babe? Yeah. Oha, oha. Long day. Sie betrügt ihren Lebensabschnittsgefährten. Just really busy. My babe's saving the world again, is she? You make me sound like a superhero.
Well, you could be for all I know. Is there anything I can help with? You could help yeah. Take out the How about a back rub instead? Yeah. Warum denn nicht, ne? Man kann nie genug abbekommen. I'll let him wait up for you. Make sure he's reading and not watching TV. Ach, die haben auch noch ein Kind. Heieiei. Die ist aber richtig, richtig fies drauf. Hey, Dylan. Hi. Is everything all right? Hi. Yeah, just reading. How's Granddad? What? Oh, yeah, he's fine. I told him about your 200-meter swimming badge. He was very proud. 500 meters, Mum. I got my 200-meter badge ages ago. Why do you always forget this stuff? Oh, sorry. You're just getting too fast at getting these badges. It's hard to keep track. Dad said you'll come and watch me do my 750 meters. Please say you'll come this time. You missed the 400 and the 300. Everyone else's mom's come. Wahrscheinlich war sie wieder bei irgendeinem Dude im Schlafzimmer zu der Zeit. But I'll make a special effort next time. I'll put it in my diary and underline it in red pen. Okay, now it's getting late. Time for bed. Oh, come on. Can't I stay up until 9? Dad always lets me stay up a little longer if I'm reading. Ja, komm. Okay. Lies ein bisschen. I better see this light off when I come back up here at 9. Okay? Wenn ein Kind liest, dann soll man es auch lesen lassen. Was ist NG übrigens für Nachname? Erfolg freigeschaltet. Geil. Okay, da muss ja jetzt auch noch irgendwas Magisches passieren. Ach nee, das war's. Das war... Okay, jetzt sind wir in Kapitel 2.